Erschreckende Geschichtsvergessenheit. Das ist ja doppelt falsch. Erschreckende Geschichtsvergessenheit. Politiker fordern von Unternehmen klare Haltung. Das heißt, die Grundthese, die schon in der Überschrift steckt, sei geschichtsvergessen, sich nicht gegen uns zu stellen. In Wirklichkeit ist es ja genau andersrum. Die Definition von Faschismus, die einzige wahre, originäre Definition aus der Mussolini-Zeit, der den Begriff geprägt hat, ist, Faschismus ist die Kooperation des Großkapitals mit der Politik. Das ist die einzige, die man wirklich eigentlich, die jeder akzeptieren muss, weil es die originale geschichtliche Definition von Faschismus ist. Alles, was danach kam, ist ein Geschwurbel und es ist inzwischen nicht mehr definiert. Heutzutage kann man Faschismus nicht mehr definieren und nicht mehr kaum noch nutzen, weil es jeder jedem vorwirft inzwischen. Wir sind Faschisten, wir werfen es aber eigentlich manchmal auch den anderen vor. Und die originale, historisch korrekte Definition, Zusammenarbeit von Großkapital und Politik. Und genau das macht Frau Faeser, beziehungsweise fordert es hier ein und kauft es natürlich auch mit Abermilliarden ein. Liebe Klartext-Freunde, Haltung zeigen gegen die AfD, immer wieder Haltung. Dass diese permanente Aufforderung in immer abstruseren Begründungen fällt inzwischen sogar Blättern auf, die der AfD ganz und gar nicht nahestehen. Der Cicero unter der Überschrift Faesers Haltungsbefehl nimmt Bezug auf die klare Aufforderung, definitiv nicht neutrale und damit natürlich amtswidrige Aufforderung unserer Innenministerin Faeser. Ja, klar gegen die AfD Haltung zu beziehen. Und zwar nicht irgendwie nur Aufforderung, sondern sie fordert explizit Unternehmen auf, das zu tun. Der Cicero beschäftigt sich zunächst aber mit den Speichelleckern der Macht. Wieder mal die Wirtschaftswoche, schon wieder die Wirtschaftswoche, die ich immer wieder zitieren muss. Wem der Standort Deutschland, Europa am Herzen liegt, der muss Stellung beziehen. Und zwar eindeutig, schrieb eine Kollegin von der Wirtschaftswoche, Titel ihres Kommentars, Unternehmer, wehrt euch gegen die AfD. Allein schon vom Duktus, erinnert sich das nicht an irgendwas? Unternehmer, wehrt euch gegen die AfD. Erinnert irgendwie so ein bisschen, aber das darf ich jetzt nicht aussprechen, denn das ist ja böse 30er Jahre. Jedenfalls, so weit weg ist es nicht von totalitären Zeiten. Und jetzt zitieren wir den Cicero. Geht es nach zitierter Weltwirtschaftswoche-Autorin, sollte wohl lieber auf jedem Bankenbildschirm, in jedem Impressum, auf jeder Unternehmenszeitung und auf jedem Joghurtbecher und auf jeder Klappstuhlverpackung irgendwas in Richtung FCK AfD stehen. Irgendwie. Tja. Und nein, die Umfragewerte der AfD sind nicht Ursache irgendeiner Krise, sie sind eine direkte Folge der Politik der vergangenen Jahre, das erkennt auch der Cicero. Auch des Journalismus der vergangenen Jahre, der die Missstände nicht mehr benennt, sondern verteidigt und eines öffentlichen Diskurses, den immer noch viel zu viele Leute einschränken wollen, weil man weder fähig noch willens ist, in Diskussionen mit Argumenten zu überzeugen. Also dieses Stellen der AfD politisch, das ist ja genau das, was nicht mehr geschieht. Was man mal behauptet hat in unseren Anfängen, was aber eigentlich nie wirklich geschehen ist, seit 2018 vollständig aufgegeben ist. Und im Internet hat dann einer geschrieben, auch das darf ich zitieren ohne Quellenangabe, weil ich nicht weiß, von wem es ist. Wenn ihr Regenten, die Einreise so kontrollieren würdet wie den Straßenverkehr, wenn ihr die Asylanträge so prüfen würdet wie unsere Steuererklärung, wenn ihr ebenso konsequent abschieben würdet, wie ihr soziale Netzwerke zensiert, wenn ihr geltendes Recht so beachten würdet, wie ihr es von uns verlangt, wenn ihr unsere Steuergelder nicht in der ganzen Welt verschenken würdet, ja, dann müssten wir keine AfD wählen. Dummerweise ist es aber so. Und dummerweise müssen die Leute der AfD wählen. Und das hat überhaupt gar nichts mit rechts zu tun. Und deshalb ist diese Haltungspolizei, die Faeser einfordert, völlig abwegig und ganz übel. Aber diesen Haltungspolizisten braucht man nicht zu kommen mit Fakten, die akzeptieren nur Gefühle, schreibt der Cicero. Weshalb Bundesinnenministerin Faeser nun fordert, Unternehmensspitzen müssten sich klar gegen die AfD positionieren. Zu diesem klar positionieren, das dann übers Handelsblatt ventiliert wurde, kommen wir gleich. Aber noch abschließend der Cicero, um es ganz deutlich zu schreiben, in einer freien Gesellschaft haben Unternehmer nicht die Pflicht, irgendwelche politischen Bekenntnisse per Haltungsbefehl von oben abzugeben. Schon gar nicht öffentlich. Und schon gar nicht ist es Aufgabe des Journalismus, jenen, die sich dem verweigern, und das hat das Handelsblatt gemacht,
das dann vorzuwerfen, wenn man meint, man könne irgendwelche obskuren Regeln erfinden, an die sich dann jeder zu halten haben. Überhaupt ist es ein intellektueller Offenbarungseid zu behaupten, ein Nichtbekenntnis gegen etwas, also zum Beispiel nicht bekennend gegen die AfD, sei ein Bekenntnis für etwas. Das ist ganz klar eine Inquisitionsgesellschaft. Hier muss man proaktiv zu Haltung gezwungen. In Orwells 1984 war es genauso. Man muss schweigen, genügt nicht. Inzwischen, Frau Faeser, genügt es nicht mehr, wenn man sich irgendwie nur passiv verhält. Man muss sich proaktiv gegen die AfD stellen. Und das kulminierte in diesem Artikel des Handelsblattes im Dezember 23. Erschreckende Geschichtsvergessenheit. Das ist ja doppelt falsch. Erschreckende Geschichtsvergessenheit. Politiker fordern von Unternehmen klare Haltung. Das heißt, die Grundthese, die schon in der Überschrift steckt, sei geschichtsvergessen, sich nicht gegen uns zu stellen. In Wirklichkeit ist es ja genau andersrum. Die Definition von Faschismus, die einzige wahre, originäre Definition aus der Mussolini-Zeit, der den Begriff geprägt hat, ist, Faschismus ist die Kooperation des Großkapitals mit der Politik. Das ist die einzige, die man wirklich eigentlich, die jeder akzeptieren muss, weil es die originale geschichtliche Definition von Faschismus ist. Alles, was danach kam, ist ein Geschwurbel und es ist inzwischen nicht mehr definiert. Heutzutage kann man Faschismus nicht mehr definieren und nicht mehr kaum noch nutzen, weil es jeder jedem vorwirft inzwischen. Wir sind Faschisten, wir werfen es aber eigentlich manchmal auch den anderen vor. Und die originale, historisch korrekte Definition, Zusammenarbeit von Großkapital und Politik. Und genau das macht Frau Faeser, beziehungsweise fordert es hier ein und kauft es natürlich auch mit Abermilliarden ein. Und wenn dann das Handelsblatt von erschreckender Geschichtsvergessenheit schreibt, dann zeigt es eigentlich nur seine eigene Geschichtsvergessenheit, denn es fordert ja gerade diesen Faschismus ein. Schon im ersten Satz, parteiübergreifend wächst der Druck auf die Wirtschaft und vor allem die Unternehmensspitzen, sich klar zur AfD zu verhalten, also klar gegen die AfD zu verhalten. Leute, von wem kommt denn dieser Druck? Das seid ihr doch selbst und das ist in letzter Konsequenz eben doch die Regierung und ihre Regierungsgelder. Das ist der Druck, der hier wächst. Hier wächst nichts originär, grassroot von unten. Hier wächst nichts. Es ist von oben gesetzt. Und der Chefredakteur weiß das auch ganz genau. Sebastian Mattes, ein Haltungsjournalist vor dem Herrn, das ist nicht von mir, sondern von Boris Reitschuster, dessen Arbeitgeber er mal war. Und man kennt sich offensichtlich recht gut. Dazu vielleicht auch gleich noch mehr. Es ist eine Sache der Wirtschaft, hier deutlich Haltung zu zeigen, sagt Frau Faeser. Tja, und ganz klar, sie hat eine Neutralitätspflicht. Sie kann hier nicht als Privatperson sprechen. Sie ist Innenministerin. Als solche ist sie Teil der Regierung, als solche zur Neutralität verpflichtet. Und auch wenn dann die Linken immer wieder kommen, wir dürfen trotzdem eine Meinung haben. Nein, an dieser Stelle geht es direkt gegen die AfD. Und es kann nicht sein, dass hier die Innenministerin, die auch noch Chefin der Geheimdienste ist, die ja auch ständig gegen uns agitieren, so offen, derart offen gegen uns agitiert. Völlig unneutral. Von der Partei gehe ein erhebliches Risiko für den Erfolg der deutschen Wirtschaft aus, schreibt hier das Handelsblatt unter Berufung auf den FDP-Generalsekretär. Leute, das ist auch einfach lächerlich. Es ist ja nicht so, dass, was hier wörtlich steht, hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland wollen nicht dort arbeiten, wo die AfD stark ist. Leute, welcher Raketenwissenschaftler kommt denn hierher? Und die wenigen, die daher kommen, da würde ich dann doch mal gerne wissen, welcher mit dieser Begründung absagt, der will nicht nach Deutschland oder wo sind sie denn alle, die mit dieser Begründung, da ist die AfD zu stark, nicht kommen. Das ist inzwischen genau andersrum. Die vielen, vielen Millionen Minderqualifizierten, Unqualifizierten und sich nicht benehmen könnenden Migranten, Immigranten hierher sind diejenigen, die sogar andere wirklich qualifizierte Immigranten abschrecken. So ist die Wahrheit inzwischen. Das ist nur noch Realsatire, wenn hier wirklich geschrieben wird, die AfD und ihre Stärke in Mitteldeutschland zum Beispiel würde Fachkräfte von Deutschland abhalten. Das ist sicher ein Treppenwitz, ganz übel. Das wird auch nicht deshalb besser, wenn ein Matthias Quent, ein langjähriger bekennender Linksextremist, das dann nochmal bestätigt. Soziologieprofessor an der Hochschule Magdeburg, Stendal. Leute, man kennt sich, wir kennen diesen Herrn seit Jahren. Es werden immer dieselben aufgeboten, um den Blödsinn zu ventilieren gegen uns. Und nochmal, sie hat ihre Neutralitätspflicht verletzt, auch wenn sie noch so viel Sekundierung bekommt von ihren gekauften Leuten. Seien es Professoren oder seien es Medien. Tja, und noch ausführlicher hat den Vorgang, der wirklich ungeheuerlich ist, Boris Reitschuster in einem Artikel Geist der DDR Handelsblatt macht Haltungstest für Unternehmer dargelegt. Auch da würde ich gerne zitieren, weil man muss ja nicht immer alles selbst machen, wenn andere, sogar erfahrenere Leute das besser können. Er
Stellt also nochmal Sebastian Mattes vor, den Chefredakteur des Handelsblatts, ein Haltungsjournalist von dem Herrn. Mir blieb er in Erinnerung, weil er in meinem Vorstellungsgespräch bei der Huffington Post sofort wissen wollte, wo ich politisch stehe. Hätte ich nicht zur damaligen Zeit noch zutreffend mit eher links geantwortet, wäre ich wohl durchgefallen. Tja, so ist das. So einen Gesinnungstest legt Mattes offenbar nicht nur bei Mitarbeitern an. Das Handelsblatt hat gerade eine Umfrage veröffentlicht, bei der alle 40 DAX-Konzerne sowie zahlreiche weitere Unternehmen zu ihrem Umgang mit der AfD befragt worden waren. Ein Vorgang, der ungeheuerlich ist. So ist es. Man kann das in seiner Bedeutung kaum überschätzen. Man kann es nicht. Es ist unfassbar, dass das, ich hätte auch persönlich nicht gedacht, dass das möglich ist. Und den ich kaum glauben könnte, schreibt Schuster weiter, hätte ich nicht meinen persönlichen Haltungstüff mit dem jetzigen Handelsblattchef erlebt. Und dann auch eine wichtige Info, gerade einmal 5 DAX-Unternehmen von diesen 40 Angeschriebenen haben den Fragebogen beantwortet. Das hat mich wiederum positiv überrascht. Es ist zwar schlimm, dass überhaupt 5 getan haben, aber es waren dann doch wieder nur 5. Also irgendwo war es dann doch anderen entweder zu suspekt oder zu totalitär oder sie hatten vielleicht eine andere Meinung und wollten dann lieber schweigen, als zu antworten. Wobei ja damit, siehe Faesers Diktum, schon ein gewisses Risiko verbunden ist heutzutage. Mit anderen Worten, Ritter Reitschuster, die Journalisten machten Stimmung für einen Totalitarismus, in dem nicht nur jeder so denken muss wie Sie, sondern sich auch noch öffentlich dazu bekennen. Und ja, jeder, der ein bisschen Geschichtsbewusstsein sich bewahrt hat und der ein bisschen die DDR und auch andere totalitäre Systeme studiert hat, der kommt, auch wenn Vergleiche keine Gleichsetzungen sind, das ist ja auch immer wichtig. Wir setzen nicht gleich, wenn wir hier ein paar Parallelen erkennen, das tun wir nicht. Aber das ist der Geist der DDR und aller totalitären Staaten, Zitat Reitschuster. Es ist die Grundvoraussetzung für eine freiheitliche Demokratie, dass sich der Staat nicht in die politischen Ansichten seiner Bürger und damit auch seiner Unternehmer einmischt. Dass dies so sein muss, ist die wichtigste Lehre aus den beiden Diktaturen auf deutschem Boden, der Braunen und der Roten. Der Staat darf sich nicht in die Privatsachen der Bürger einmischen und die willfährige Presse darf dabei natürlich nicht mitmachen oder wie im Fall des Handelsblattes auch noch als Antreiber fungieren. Das ist alles eine Schande und es wäre, das schreibt Reitschuster, das ist auch meine Meinung, in der alten Bundesrepublik, ich sage mal vor Merkel, bis Merkel noch einschließlich Kohl, undenkbar gewesen, bevor wir völlig vermerkelt wurden. Und jeder Unternehmer, auch immer noch Reitschuster, der noch einen Funken Stolz besitzt, sollte das Handelsblatt künftig weiträumig umfahren, ein rot-grünes Kampfblatt. Man kann es nicht anders ausdrücken, das ist so in der DDR. Die älteren DDR-Bewohner werden sich sicher erinnern, wenn man eine akademische Arbeit schreiben musste, dann musste man sich erstmal zum friedensstiftenden Marxismus, Leninismus bekennen. Völlig egal, wenn es eine Physikarbeit oder eine, vielleicht sogar ein Kinderbuchvorwort, man musste sich erstmal dazu bekennen und dann durfte erst das eigentliche Buch losgehen, die eigentliche Arbeit. Und im Dritten Reich war es halt der Bekenntnis zum Führer und zur Überlegenheit des deutschen Volkes. Irgendwo gibt es immer irgendwelche Dogmen und Mantras und Propagandaslogans, die an Anfang gestellt werden müssen und dann geht es erst los. So ist man, man erkennt dann wirklich, in welcher Welt man ist. Bärbel Bohley, leider verstorbene, sehr gute Bürgerrechtlerin, die unverbogen geblieben ist bis zum Tod, hat das schon vor über 20 Jahren vorhergesagt. Und ich zitiere das Zitat mal wieder. Die geheimen Verbote, der Argwohn, das Isolieren, das Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen, das wird wiederkommen. Das sagte sie 1991. Ähnlich wie Roland Bader, ähnlich weitsichtig. Auch er hat 1991 das Wiederkehren all dieser Systeme und des Sozialismus in anderem Gewand vorhergesagt. Bärbel Bohley, auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert. Der völlige Abkehr von der Realität. Die Propaganda aus reinen Gründen des Machterhalts der Nomenklatura. Wir sind wieder da. Wir versuchen etwas dagegen zu tun. Noch kann man etwas dagegen tun. Leider etwas zu spät konnte man vor 80 Jahren was dagegen tun. Man konnte es auch vor 45 Jahren tun. Wir tun es halt jetzt. Und nein, Richtung Verfassungsschutz, es ist keine Gleichsetzung. Aber wir riechen die Indizien, so wie Bärbel Bohley sie schon vor über 32, 33 Jahren gerochen hat. Und inzwischen riecht man sie stärker. Und sie sind unübersehbar. Und nein, wir werden nicht schweigen dazu. Abonnieren Sie den Kanal, Ihr Peter Bürger.